Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Disney Infinity 1.0 Folge 37 in der Welt von The Lone Ranger. Wir machen einfach da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und jetzt gehen wir erstmal... Was ist das jetzt hier? Ah, so hätte das auch funktioniert. Okay. Ich verstehe. Danke für den Tipp. Wir machen jetzt ein paar Missionen. In der ersten Folge ist noch nicht so viel passiert. Wir haben uns ganz viele von diesen Kapseln geholt. Und an die, wo ich jetzt nicht rankomme, die holen wir dann einfach, sobald ich diesen Raben habe oder was auch immer das ist. Jetzt reden wir jetzt erstmal mit dem Sheriff. Wir haben ganz schön Chaos angerichtet, was? Wir müssen es wieder aufbauen und alles wieder in Ordnung bringen. Wir haben Colby echt schwer zugesetzt, nicht wahr? Wir müssen hier einiges wieder aufbauen. Sieh mal, ob du nicht ein paar Gebäude reparieren kannst. Okay. Oh, du kannst doch mehrere Missionen gleichzeitig öffnen, wenn du möchtest. Jetzt geht das Missionshandbuch hilft dir. Von hier aus kannst du das Missionshandbuch und den Spielzeugladen besuchen. Ja. Öffne das Missionshandbuch. Ja. Hier siehst du alle Missionen, die du angenommen hast und kannst eine bestimmte Mission aktivieren. Großartig! Ja, ich weiß Bescheid. Leute, ich weiß Bescheid. Ich spiele das nicht zum ersten Mal. So, Gebäude reparieren. Na, das ging jetzt aber ganz schön schnell, du. Wenn das im echten Leben doch auch noch so leicht wäre. Die Musik ist auch mega angenehm. Zack. Da drüben ist noch ein Gebäude zum Reparieren. Zack. Na, das war's. Läuft. Aufbauhilfe. Belohnung plus 250 Münzen. Okay, und was jetzt? Haben sie noch was für mich? Ich glaube, der Sheriff hat nichts mehr für mich. So, dann hangeln wir uns jetzt von Mission zu Mission. Da drüben ist die nächste. Mal sehen, wie du mit einer Waffe umgehen kannst. Du triffst... What the fuck? Oh ja! Du triffst sicher nicht einmal ein Scheunentor. Wetten? Wetten, das tue ich. Ich verfehle mein Ziel nämlich nie. Auch wenn ich jetzt nicht Hawkeye bin. Easy. Easy. Viel zu einfach. Ziel schießen. Belohnung plus 100 Münzen. Plus 20 Funken. So, und als nächstes gehen wir mal zu dir. Ranger. Hi, was geht? Sag mal, mein Freund, bei diesem Chaos sind ein paar Maultiere aus dem Gehege ausgebrochen. Könntest du sie wieder einfangen? Aber claro, könnte ich das. So, was mir jetzt auch gerade auffällt, das ist genauso wie in Red Dead Redemption 2, dass hier Tag und Nacht werden kann in der Welt. Find ich echt geil, muss ich sagen. Upsi, ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich schneller werden. Nein, wie wäre ich denn schneller? Ich kann doch den Tieren irgendwie auf den Arsch hauen, dass sie schneller werden. Wie geht das nochmal? Nein, so nicht. Egal. Wo ist denn das Scheißgehege? Ah, hier. So. Nächstes Maultier. Da hinten ist dann noch eins. Ich weiß gar nicht, wie viel müssen wir jetzt zurückholen. 3 Stück oder was? Ne, 4 Stück, okay. Da hinten habe ich aber noch was Grünes gesehen. Das könnte auch eins sein. Da will ich erstmal ganz kurz hingehen. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich eins. So, da hinten. Bevor ich jetzt aber das zurückbringe, möchte ich ganz kurz da hinten schauen, weil ich glaube, da hinten sehe ich noch eine rote Kapsel. Und wenn es möglich ist, möchte ich die gerne schnell holen. Oder ist das einfach nur das Feuer? Ne, das ist nur das Feuer. Wer bist du denn? Ey! Wer bist du denn? Dich nehme ich mit, du! Nachts hier einfach rumschleichen hier, das geht gar nicht, ey. Dich nehme ich einfach mit. Voll geil, das Tier. Das Vieh ist voll geil. So, setzen wir beide hier ab, hätte ich gesagt. Den habe ich jetzt verloren. So, irgendwie konnte ich die doch auch irgendwie... Ha! Weg mit dir. So, da hinten ist das letzte. Dann holen wir das auch noch schnell zurück. Dann haben wir alle Maultiere gefangen. Moment, kann ich jetzt... Fällt mir gerade ein, kann ich jetzt hier hoch... Kann ich jetzt hier die Kapsel holen oder geht das immer noch nicht? Ich weiß nicht.
Ah, nee, schade, geht leider nicht. Gut, dann bringen wir das Tier zurück. In den Stall. Und dann gucken wir mal, ne? Achtung, weg da, weg da, weg da. So, alle vier Stück zurückgebracht. Treibjagd. Okay. Da draußen wartet die große weite Welt auf dich, die du nicht alleine erkunden solltest. Silver? Am besten holst du dir ein neues Pferd. Deshalb ab in den Spielzeugladen und auf in den Sattel. Silver! Ich kann mir endlich. Silver und Scout kann ich mir endlich kaufen. Ja, dann ab dafür, hätte ich gesagt. So, beide für 500. Okay, was zur Hölle macht mein Pferd auf einem Dach? Was zur Hölle macht mein Pferd auf einem Dach? Guck mal, das Pferd ist schon bedeutend cleverer. So, ich glaube, es war ja so gewesen. Ich gucke nochmal gerade ganz kurz. Tontostreus Pferd war nämlich der Scout gewesen und Silver das legendäre Weiß, der legendäre weiße Hengst des Lone Ranger. Jetzt die Frage, wie kriege ich mein Pferd vom Dach da oben runter? Wo ist das Dach eigentlich? Auf welchem Dach steht es? Witzig, ne? Ah, da oben steht's. Die klingt, als hätte sie gesoffen, ey, ich schwör's. So. Let's go! So geht es genau, jawohl. Das geht anscheinend nur mit den. Geht anscheinend nur mit den Pferden, okay. Yeeha! Oh Gott! Ich bin genauso gut im Reiten wie in Red Dead Redemption 2. So. Guck mal hier. Was willst du denn von mir? Mein Mann ist Mein Mann ist in die Hügel zum Jagen gegangen und nicht zurückgekommen. Ich mache mir schreckliche Sorgen. Hilfst du mir, ihn zu finden? Aber logisch. Hey, Moment, den haben wir doch vorhin gesehen. So. Silver muss jetzt einmal kurz stehen bleiben. Ah, komm, also den Weg hätte er jetzt auch wieder zurückgefunden. Jo. Oje, oje. Boah, ist der schwer, ey. Moment mal. Weißt was, dich platziere ich jetzt einmal ganz kurz dahin. Und hole mein Pferd zurück. So. Einmal dich. Oh. Scheiße, aber wenn ich den aufgesammelt habe, kann ich nicht schneller werden. Egal. Besser mit Pferd als alleine. Weil alleine bin ich ja noch langsamer unterwegs. Halt, wo ist diese Frau? Hier, bitteschön. Mein Ehemann ist verschwunden, bitte find ihn. Ach, das ist gar nicht dein Ehemann. Doch. Sehnsucht nach dem Ehemann. Nach dem Ehemann. Was willst du denn jetzt schon? Was willst du jetzt schon wieder von mir? Mein neues Kleid, es ist ruiniert. Ich kann mir kein neues leisten. Was soll ich nur tun? Weißt du was? Ich nehme dich mit. Ich entführe dich jetzt. So, eben noch den Ehemann geholt für dich und jetzt entführe ich dich direkt. Ich bin ein Super Sheriff. Rein da! Hau ab! So, die braucht ein neues Kleid. Dann holen wir da doch jetzt einfach mal ein neues Kleid, hätte ich gesagt. So, ändern, fertig. Jeha! Mitkleiderregent. Was? Mitkleiderregent. Da vorne ist die nächste Mission für mich. Also es gibt noch eine andere Sache, bei der ich Hilfe gebrauchen könnte. Die Cavendish-Bande hat auf den Gleisen Sperren errichtet, um die Züge zu stoppen. Könntest du mir helfen, sie zu entfernen? Mach ich. So, was muss ich da tun jetzt? Boah, Alter, das sind ja Gegner. Kein Mensch hat mir was von denen gesagt. Boah, Alter.
Noch nicht vorbei. Noch nicht. Okay, das macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Da. Haben wir. Gut funktioniert. So, jawoll. Das läuft, hätte ich gesagt. Das läuft. Das läuft hervorragend, hätte ich gesagt. Das läuft hier. So. Dank dir sind die Gleise wieder frei. Jetzt fehlt uns nur noch ein Zug. Richtig. Wo ist der Zug? Ich möchte den Zug haben. So, okay. Upsi, sorry. Jawohl, jetzt kann ich den Dampflok kaufen. Kann ich den Dampflok kaufen? Spielzeuge. Mehr Geld erforderlich. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Geld sammeln jetzt. 1200. Moment. Waren das 1200? 1200, okay. Wir haben 1068. 69. Haben wir hier einfach mal ein paar Sachen kaputt, hätte ich gesagt. Oh, guck mal hier. Sind wir schon ganz schnell, ganz schnell bei den 1100. So. Ah, zack, zack, zack. Einfach hier ein paar Sachen kaputt machen. Das klappt. Hey, wer schießt denn da? Boah, du, Alter, was machst du denn hier? Hab ich dich vorhin übersehen oder was? Ah, Alter, da ist noch einer. So, jetzt haben wir gleich die 1200. Und da haben wir sie. Okay, Moment mal, wartet mal. Ihr nervt hier. Ihr nervt aber ganz schön, du. Passiert das jetzt immer irgendwie, dass die hier auftauchen, oder? War das jetzt so aus Versehen, weil ich die vorhin noch vergessen hatte? Wenn ich die überhaupt vergessen hatte. So, guck mal, jetzt haben wir schon 1300. Jetzt können wir uns auch noch schnell die Lokomotive kaufen. So. Let's go. Da ist der Zug. Ich will zum Zug. Geil, Alter. Geil. Feier ich mega. Was mir gerade einfällt ist, als ich ja, das ist schon ein bisschen länger her, da hatte ich, das alte Kanalbild von mir, da hatte ich ja auch ein Disney Infinity Logo mit drauf. Das war das von The Lone Ranger gewesen, fällt mir gerade so ein. Ha! Ich will mitfahren. So. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Zug, ne? So, guck mal, jetzt reiten wir einmal ganz schnell nach da hinten hin. Wohin fährt er? Ich will einfach nur wissen, wohin der fährt. Wir begleiten den Zug jetzt einfach mal eine Weile. Ne, Silver? Wir begleiten den Zug jetzt einfach mal. Vielleicht sehen wir dahin, auf dem Weg dahin noch ein paar Kapseln. Ach, fährt er hier im Kreis oder was? Ja, da ist die nächste noch eine Kapsel. Kolby Waschhaus Wandverkleidung. Halt, stopp! Alter, wie geil ist das denn? Hier sind sogar Kühe drin. Ja, der fährt tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen nur im Kreis. Aber wenn ich das richtig gesehen habe vorhin, da war ja auch noch ein bisschen Schienenteile gewesen. Da können wir vielleicht dann auch noch später... Alter, das sieht geil aus hier. Vielleicht können wir dann später auch noch die Richtung, die Fahrtrichtung vom Zug bestimmen. Ja, die haben ja geil. Sogar mit Wasser. Boah, klingt sehr realistisch, muss ich sagen. Randplastik? Okay, also ihr wisst jetzt schon mal, der Zug fährt momentan nur in eine Richtung. So, jetzt machen wir einen auf Red Dead Redemption. So, einmal hier auf den fahrenden Zug drauf. Scheiße! Nochmal.
Scheiße! Nochmal! Scheiße! Nochmal! Einmal noch und dann gehen wir aber weiter. Au! Au! Ja, so funktioniert's, ne? Ciao, Silver! Mach's gut! Ne, Spaß beiseite. Wir müssen jetzt mal weitere Missionen machen. Guck mal, da hinten im Indianerdorf ist was. Oh, da gehen wir jetzt mit Tonto hin, hätte ich gesagt. Wenn schon, dann gehen wir stilvoll dahin. So, leider bist du nicht mein Pferd, aber egal. So, was ist denn hier los? Oh. Finde den Donnerhengst in der rabenschwarzen Nacht. Es wäre ein mächtiger Verbündeter. Was? Fange den Donnerhengst, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Ach, Donnerhengst, jetzt weiß ich, wer das ist. Ja. Ausnahmsweise bin das nicht ich. Nein, Spaß beiseite. Donnerhengst war, das weiß ich noch aus 3.0. Da gab es Donnerhengst nämlich als spezielle Fähigkeit-Ding, was auch immer. Moment, einmal kurz hier einsammeln. Gleisarbeiterkleidung. Da gab es nämlich Donnerhengst in 3.0 als spezielle Fähigkeit, als Hilfsmittel quasi. Donnerhengst ist ein Pferd. So ein komplett auferhelltes Pferd. Was auch so eine Lichtspur hinterlässt. Und das finde ich schon echt cool gemacht, finde ich. Bis bald. Mach's gut. Moment, warte mal ganz kurz. Was war das? Haben wir dafür noch Zeit? Ah ja, komm. Das können wir uns schon anschauen. Eine Herausforderung? Aktivität starten. Kolbi Umkreisung. Passiere alle Herausforderungen, bevor die Zeit abläuft. Start. Herausforderung gestartet. Machen wir. Das schaffen wir. Du musst alle Checkpoints in der richtigen Reihenfolge passieren. Okay. 7 Stück in einer Minute. So, einmal jetzt noch da vorne. So. Fantastisch. So, dann hier die Nummer 4. Da vorne ist die Nummer 5. Da hinten ist die Nummer 6. Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir, guck mal. Fast geschafft. Ja, Mann. Komm, jetzt sprinten wir nochmal richtig hier. Vollgas hier. Achtung! Haben wir einfach den Lokführer einfach aber schön mitgenommen hier. So, Rennzeit 26,03 Sekunden erfolgreich geschaltet. Kinderspiel. Ja, moin. Das war wirklich ein Kinderspiel, du. Was ist das hier jetzt? Alles start, klar? Rennherausforderung. Spaziergang durch die Stadt. Ah, komm, machen wir auch noch schnell. Los geht's. Du musst alle Checkpoints in der richtigen Reihenfolge passieren. In einer Minute 8 Stück. Okay. Aber diesmal durch die Stadt, das wird ein bisschen schwieriger. So. Ah, da. Direkt weiter. Ja. Eins. Zwei. Achso. Der Anfang zählt auch als 1, okay. Sieht gut aus. Da vorne ist die 4. Genial. Jetzt links rum, sorry. So, da vorne haben wir jetzt die Nummer 6. Einmal da lang. Sehr gut, noch eine. Jawohl, komm, eins noch. Und ja, fertig. Genau so wird das was. Starkes Let's go! Finish. So, 18,49 Sekunden. Das geht definitiv klar, würde ich sagen. Ich bin definitiv raus mit diesem epischen Bild. So, Moment, einmal kurz näher ran. So, mit dem Bild bin ich raus für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Alles andere auch. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächste Folge wieder. Falls ihr noch nicht Teil der Hashtag with Family seid, dann abonniert gerne jetzt kostenlos diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sehe ich euch da draußen das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles gut, haut rein. Habt noch einen schönen Tag, euer Lexus und Peace.